Was geht ab, Freunde? Wir machen weiter mit der nächsten Reaction für heute. Und zwar kommen wir zu dem neuen Song von Kollega hier mit etwas Verspätung. Also der Song kam vor, ich glaube, einer Viertelstunde erst raus. Circa eine Stunde später oder so. Keine Ahnung, warum auch immer. Aber ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich wollte eigentlich mit dem Video anfangen. Jetzt ist es halt das letzte Video für heute. Davor sollte schon eins kommen. Ist noch gesperrt, deswegen hoffe ich, dass es dann irgendwann gleich mal frei ist vielleicht. Und könnt ihr gerne auch abchecken. Ansonsten, Freunde, wir labern hier nicht lange drumherum. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Songs, die kommen werden von ihm zu Helter Tape 5. Noch dazu, was ja jetzt, also das ist so ein Projekt, worauf ich mich halt dieses Jahr auch schon sehr freue. Und das andere jetzt, was angekündigt wurde von San Diego, wurde auch spekuliert, ob der Song hier eventuell von beiden zusammen ist. Also er steht hier nicht im Titel, deswegen entweder kommt er plötzlich oder halt nicht. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Und ich bin trotzdem gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir starten rein hier. Gerne Like und Abo dalassen und damit let's go. Okay, direkt hier am Anfang, 7 Sekunden vom Video, man merkt schon an der Musik, ja, und auch an dem, ja, hier mit der goldenen AK und so, auf jeden Fall wird ein wahrscheinlich sehr bosshaftes Video und wahrscheinlich auch sehr bosshafter Song natürlich. Okay, erinnert mich ein bisschen an das letzte Trailer, Zuhälter Tape 5 Trailer. Ich muss dazu sagen, ich habe die leider noch nicht alle angeschaut, also nur das letzte davon. Ich habe deswegen auch, also ich habe gesehen, andere haben drauf reagiert, ich nicht. Ich habe zurzeit wirklich sehr viel um die Ohren, deswegen habe ich das nicht hinbekommen. Und häufig ist es so, dass viele Sachen, auf die ich dann halt auch nicht reagiere, die verpenne ich dann irgendwie auch anzuschauen. Deswegen, also werde ich noch machen, werde ich nachholen. Denn das letzte war auf jeden Fall zumindest schon mal sehr unterhaltsam. Da wurden so diese, ja, am Anfang zumindest so dieser, diese Leute aus diesen Comedy-Gruppe-Werbung so ein bisschen hops genommen. Das war auf jeden Fall sehr geil gemacht. Deswegen, wie gesagt, gucke ich mir noch an. Aber ja, jetzt sind wir ja hier. Okay, die Zigarre darf nicht fehlen. Also, dass er die auch noch selber hält, ne? Das geht ja eigentlich auch gar nicht. Also, das hätte jetzt auch einfach der Typ hier für ihn halten können, oder nicht? Herzlich willkommen. Na, gleich kommt Mozart auch noch rein. Übergestapeltem Cash noch mehr. Ganz kurz, sorry, dass ich jetzt hier ihn schon mäßig ins Wort falle. Auf jeden Fall, die Optik hier kennt man auch noch. War das King? Da war das doch, oder? Mit den Pferden? Ich bin mir nicht sicher. Aber es kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor hier, genau dieses Bild. Übergestapeltem Cash, noch mehr gestapeltes Cash. Frederik, ich stapel das Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorparkett. Hallo Deutschland, mir geht's gar nicht mal schlecht. Ich war turned off. Boah, okay. Safe, genau diese Aufnahme auch mit dem Gimbal hier so, ne? Das gab's auch schon mal, die Kamerafahrt. Bro, auf jeden Fall, was ein fucking geiler Beat, Mann. Genau von der Atmosphäre her, so das, was ich mir da vorgestellt hätte hier, ne? Also wirklich, ich freue mich wirklich riesig auf das Album hier. Ich überlege sogar, ob ich mir mal wieder eine Box hole, auch bei San Diego. Ich habe ewig keine mehr geholt, deswegen kamen auch irgendwie nie mehr Unboxings halt. Kolle, wenn er das hier sieht, gerne eine Box so, also wenn eine übrig ist, ne, ich nehme die gerne. Ich habe es damals immer gesagt, ich kann nicht alle kaufen und irgendwann habe ich einfach irgendwie gar keine mehr gekauft. Ja, ich habe eh nicht mehr so viel Platz im Zimmer, aber trotzdem, ne, Kolle, die Box würde ich nehmen. Bedeckt, flanierte an Schwanenseeflächen, mein Tagesgeschäft bestand zu lang aus Touren und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen, nix los, bloß Kids an. Digga, auch schon wieder die Lines, die hier drinnen sind, ne? Ich werde nicht auf alles eingehen, weil gefühlt auf jede Line könnte man eingehen, so, ne? Aber dann würde das den Rahmen hier etwas sprengen. Generell, der Song geht schon länger, also 5 Minuten 30 ist quasi so das. So andere Leute, die machen da 2 Songs, aber ist geil als Intro, ne, auch ein bisschen was Längeres und so zu hören, auch nach der langen Zeit jetzt und nach den Trailern und so, deswegen auf jeden Fall schon sehr gut gemacht. An der Spitze oben, Daddy ist back, ich erzieh diese Missgeburten, Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten, Kid,
Rap ist heute neben Profit. Trotzdem ein Tape nach alter Muster, das dein Schädel durchsiebt. Wie der Jeju Musik, der alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der Sohn einer Hu. Das muss man sagen, ne? Er glänzt auf jeden Fall durch die Atmosphäre, das stimmt. Also die Atmosphäre hier bei dem Song jetzt gefällt mir wirklich sehr gut. Also der Beat davon, wir können einmal ganz schnell schauen. Es war, glaube ich, am Anfang nicht zu hören oder so, ne? Übrigens, alle Leute releasen mittlerweile die Boxen über ihre eigenen Webseiten, oder? Ja, nicht, also ich weiß gar nicht, oder kommt man jetzt dann hier rüber, jetzt die Box sichern? Nee, kommt man auch nicht irgendwie zu Amazon oder so, sondern wirklich über eigene Shops. Das würde mich mal interessieren, warum, auch San Diego, ne, weil da hatte ich auch nachgeschaut, aber das wundert mich immer, weil damals jeder so Saturn, Mediamarkt, Amazon und jetzt irgendwie jeder in den eigenen Shops. Vielleicht lohnt sich das mehr, kann gut sein, ne, wahrscheinlich schon. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Sorry, Beat wollten wir ja auch noch schauen, ob das hier drinnen steht. Oberleuchter, ah, okay, Instrumental. Okay, hier gewohnt, kennt man schon von Asche hier, Mix Master King Size, okay, alles klar. Ihr Sohn, eine Hure, auch ihr Sohn, eine Hure. Sie fragt Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. In meinem Schloss erhält der Mondschein die Flure. Sucht der Butler mich, fragt er auf allen vier in den koksweißen Spuren. Tritt aufgeschreckt herein, mit Staub bedeckt der Mike und sagt Schluss, Boss, mit Tennis, Golf und Bootsreisetouren. Draußen fordern sie, zerberste doch das Land mal. Im Ernst, ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer, schrieb bei Kerzenleuchter Flamme, paar perverse Flows. Stimmt, an der Stelle muss ich auch hier Props an King Size raushauen, ne, für das, für den Mix hier. Denn bei Kolle hatten wir schon häufiger das Problem, also zumindest ich, ja, dass mir der Mix so von seiner Stimme gar nicht gefallen hat bei vielen Songs. Ich glaube, bei denen mit Asche damals hatte das, oder war immer von Producer, glaube ich, oder? Ja doch, also war, glaube ich, auf jeden Fall ein paar Mal von dem gewesen. Der hat das auch sehr gut hinbekommen und eine Zeit lang irgendwie, ich weiß nicht, wer das da immer gemacht hat, aber hat mir die Stimme von ihm null gefallen. Und bei Kolle, finde ich, ist das schon wichtig, auch wie er klingt. Also da hat man den Unterschied schon deutlich gemerkt, auch immer, wer halt Mix Mastering übernommen hatte. Der Host, der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen toleranter, deine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert, bläst im schäbigen Bordell, an dem ein Buchstabe flackert, ich mach Blutbad, Massaker, Sturmwetter, Action, Hurentöchter durchlöchern wie ein Durstlöcherpäckchen, dass die Wurfmesser treffen, ein Schlag ist folgend Drehkicks, harte Combinations, wie mein Zahlenschloss am Safe geht, das ist Mafia-Boss-Ästhetik, Labrador im Käfig, melancholisch Mula in der Abendsonne zählen, immer noch Straßenapotheker, immer noch King of the Street, immer noch Finger im Spiel, wie der Zahnarzt von The Game. Immer noch Punks auf Distanz halten wie Dragon auf Gewehre. Sonst tanzen sie auf der Nase rum wie Partyhost bei Raves. Ich verlass mich auf dem Leben, auf Kalaschnikower Regen statt auf Spasten, die nur reden. Ich verachte eure Szene, yo, mein Name ist Kollega. Ich bin hobbymäßig Pusher, lese Tolstoy im Rolls Royce und ficke deine Mutter. Bitch, diese Rapper und den Modemarken. Auch das Video muss ich auch dazu sagen, Bro. Sehr geil, also hier wieder mit so einem Anwesen, gut, bei Kolle hat man das schon häufig gesehen, ich weiß nicht, ob das immer das gleiche war, zumindest sieht es irgendwie immer ähnlich aus, aber passt halt sehr gut dazu. Hätte man mich gefragt, was wird wahrscheinlich in dem Video vorkommen, hätte ich halt tatsächlich genauso eingeschätzt, nur wahrscheinlich nicht mit den Parallelen zu dem King-Musikvideo. Ja, sind sonst noch so irgendwas Parallelen drin, dürft ihr mich nicht fragen jetzt, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Video, wie gesagt, davon wirklich geil, Mann. Fetisch check ich leider wenig, wie die Cops mein Drogenfach chinesisch. Ich komm rotlichtpartenmäßig. Dominante Gestik und die Vögel knicken schneller ein als Origami-Schwäne. Du machst Clubhits für kleine okay, Kinder. Okay, die Line war auch geil. Die Line war nice. Ich stech dir auf die Brust mit dem Zeigefinger. Schluss mit der Scheiße. Spinner-Rap kann jeder Vollidiot, der sich eine Rolli holt. Auf einmal kommen unbekannte Schwäne. Irgendwas war noch mit den Modemarken. Stimmt, ich spule jetzt nicht zurück, weil nicht, wenn wir jetzt zu viel hören, dass es dann gesperrt wird. Auf jeden Fall irgendwas hier mit Rappern, glaube ich, und Modemarken, ne? Ja, ich höre mir es dann eh noch mal in Ruhe an, weil immer bei der First Reaction, also es geht mir so oft so, wenn ich die Songs, sobald Video rum ist, ich höre mir die, also die meisten dann direkt noch mal an und dann fallen mir immer so viele Sachen auf, wo ich mir denke, Digga, warum habe ich das nicht im Video gecheckt und warum bin ich da nicht drauf eingegangen? Schwänze aus den Löchern, Glory Holes, zuhälter Tape, wenn ich ankomme mit Uzi, gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon, du Pussy, wieder typisches Ratata, lyrisches Massaker, der Rest macht nur Fake Streams, wie mein künstlicher Wasserfall, lass das Blut spritzen, wie bei purpurne Flüsse, dann kurz den Floh durchwischen und die Blutspuren vernichten. Ja, nix, das Bosses Hut, Kurzgeschichten. Okay, Digga, das ist auch geil gemacht. Sind wie sein Luxusohren-Wristband, da wird ruckzuck durchgegriffen. Kid, neuer Murder-Case, Tick Purple Haze, dass das Hirn wegbläst wie Kurt Cobain unterm Shirt AKs. Schick im Rotlicht dein Girl raus, da heißt's blown bis zum Burnout wie bei Birthday Cakes. Ey,
Back in alter Zuhältermanier. OG, doch so fresh, als wär ich Rookie of the Year. Mach nicht auf Zeug, Ticker Kid, du bist ein freundlicher Jointkiffer. Bitch, der Boss ist back wie die 90er. Skyline scheint auf die City. Hustle bis zum Tod. So ah, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass im Video nochmal so ein Switch kommt, aber auf jeden Fall cool hier, ne? Frankfurt im Hintergrund. Eine Zeit lang war irgendwie jedes zweite Musikvideo in Deutschrap in Frankfurt gedreht. Jetzt hat man schon länger nicht mehr gesehen hier. Aber natürlich, ne, die Skyline hier erkennt man direkt. Big dreams, der Kreis bleibt klein. Ja, hier natürlich auch schön die Iced Out. Muss sein, Freunde. Big dreams, der Kreis bleibt klein. Entweder gibt dein Feind klein bei oder du fickst ihn. Irgendwann ist es vorbei, vorbei. Für Gangster ist der Tod prophezeit. Doch es ist noch nicht vorbei, vorbei. Solange das Red Light scheint auf die Take 9. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ob jetzt hier gleich die Werbung kommt oder was auch immer, geht noch knapp eine Minute weiter hier, ne? Okay. Ja gut, das können wir soweit eigentlich skippen. Genau, dachte ich mir doch, dass hier nochmal irgendwie angeknüpft wird. Dann gucken wir das noch schnell an. Locker ist es hier auch, was man da gerade hört, so ein übelst bekanntes Stück, ey. Wenn ich es nicht erkenne, tut mir leid. Ist nicht so mein Fachgebiet. Aber das klingt so wie irgendwas, was ich schon mal im Musikunterricht gehört habe. Früher. Okay, ja, der darf hier schön das Geld bisschen stapeln. Aber mehr passiert hier auch nicht mehr. Ja gut, Freunde, das war's hier mit dem Song. Ich würde sagen, für ein Intro auf jeden Fall sehr gut gelungen. Krasse, krasse Atmosphäre, geiles Ding, Freunde. Und ja, Mann, ich bin gespannt auf die nächsten Songs. Ich freue mich drauf. Und das war's wahrscheinlich auch schon wieder für diese Woche. Ich gucke, dass das andere Video jetzt noch online kommt. Es gibt leider zurzeit immer nicht so viel, worauf ich reagieren möchte. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann, ja, halt auf irgendwas reagiert, wo er jetzt nicht so Lust drauf hat. Deswegen gab es halt wieder nur zwei Videos die Woche. Ich habe es gerade schon vorhin im anderen Video gesagt. Ist für den Kanal nicht unbedingt so gut, aber was will man machen, Freunde? Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video hier. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.